Ihr wollt mega günstige Spiele und vieles mehr, dann kauft einen bei meinem aktuellen Sponsor MMOGA. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Yo YouTube, Cracker hier und herzlich willkommen zu einem weiteren FAQ-Video hier auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr heute Black Ops 3, ein Beta-Gameplay, ein richtig knackiges, nennen wir es nicht Gameplay, nennen wir es Zusammenschnitt mit den besten Szenen eines Gameplays. Denn wir brauchen nicht gleich hier übelst die Knaller-Videos zu bringen, denn Black Ops 3 ist nicht mal komplett draußen und sehr langweilig, wenn man jetzt schon die Knaller-Gameplays rausbringt. Also lasst euch überraschen bis zur Vollversion von Black Ops 3. Ihr habt mir wieder viele Fragen auf Facebook, Instagram und so weiter gestellt und die werde ich jetzt wieder beantworten. Wenn ihr nicht drankommt, seid nicht traurig, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben, dann werde ich vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche die nächsten Fragen weiter beantworten, immer weiter und weiter, denn an FAQ-Videos habe ich so mega Spaß. Aus dem Grund waren, glaube ich, die letzten paar Videos mit Gameplay im Hintergrund FAQs gewesen, weil FAQs man so Spaß zu schneiden machen, einfach richtig fun, die zu beantworten, denn ich erfahre etwas über euch, oder also euren Namen zumindest, und ihr erfahrt etwas über mich. Was gibt's Besseres? Also wollen wir jetzt gar nicht weiter so lang um den heißen Brei labern, ne? Meine lieben Freunde, fangen wir sofort an mit der ersten Frage. Robin Figener, mit wie vielen Jahren hast du deine erste Konsole bekommen? Lieber Robin, ich habe meine erste Konsole mit 11. Das laber ich ja letztes Jahr, 2011, das stimmt sogar, mit 14 Jahren bekommen. Könnt ihr noch. Frage Nummer 2 von Dennis Stenger. Wie läuft der T-Shirt-Verkauf? YOLO Polo. René Rouge. Black Ops 3 oder FIFA 16? Weil FIFA 16 ist im Moment noch nicht draußen. Im Moment Black Ops 3. Denn die Beta hat einfach so mega Spaß gemacht. Kauft euch alle über MMOGA Black Ops 3. Stellt euch vor. Nächste Frage von Klaus Langhand. Was hältst du davon, dass Whisker 69 Spaß haben, Marcel Skorpion und Montana Black 88 COD zerstören? Klickgeiler Titel, danke, Klausi Mausi, klickgeiler Titel. Montana Black ist ja nicht gerade der größte Gameplay-Spieler, aus dem Grund lasse ich ihn mal außen vor. Whisker 69 Spaß haben, Marcel Skorpion, die haben damals... Früher zur BO2-Zeiten hat es eigentlich richtig angefangen, den sogenannten Scuff-Controller eigentlich promoted und seitdem zockt jedes kleine Kitty mit so einem scheiß verdammten Scuff und ist nur noch am Rumspringen, am Rumliegen, am Headglitchen und was weiß ich. Also mich juckt's sehr wenig. Ganz ehrlich, mich juckt's sehr wenig. Ich halte eigentlich gar nichts davon. Nächste Frage kommt von Nico Adalek. Und kannst du mich grüßen, bitte? Hi Nico. Nächste Frage kommt von Christian Mohr. Black Ops 3 oder Weltfrieden? Black Ops 3 natürlich, was will man mit einem verdammten Weltfrieden, lieber Christian. Mr. Infinity fragt, Hashtag Messi oder CR7? Warum du ein Hashtag von Messi gemacht hast? Keine Ahnung, willst ja vielleicht mir sagen, dass du auch Messi besser findest. Ich finde Messi 1 Million% gut. CR7 minus 1 Million% könnte hinkommen. Robin 711999 fragt, was war dein erster Eindruck, als du das erste Mal auf der Gamescom warst? Marco Kreger. Mein erster Eindruck war eigentlich ganz chillig gewesen, denn ich wusste ja vorab so ein Videos den Vorjahren zuvor. Alles klar, den Vorjahren zuvor. Ne, bevor ich das erste Mal auf die Gamescom ging, habe ich natürlich Videos von den Jahren zuvor angeschaut und da wusste ich eigentlich schon so ziemlich was abgeht, aber dass so krass wird, hatte ich nicht erwartet. Auf jeden Fall kann ich Gamescom jedem weiterempfehlen. Nächste Frage von Mike Rottermel. Wann kommt die Auflösungsgewinnspiel? Die kam doch schon, Junge, verdammte Scheiße. Frag mich das dauernd, wann die Auflösung kommt. Das Video heißt Mega-Gewinnspiel-Auflösungsvideo. Nächste Frage kommt von Philipp Tomic. Kennst du mich noch? Ja, sicher, Philipp Tomic. Philipp Miletic. Allerleise, Philippe. Ah, Philippe Miletic. Welche Windows-Version nutzt du zurzeit? Ich benutze zurzeit seit 3 Wochen die Windows 10-Version. Nächste Frage von Ömür Öztürk fragt. Was willst du mit YouTube erreichen? Ich will mit YouTube so viel Abonnenten, wie es halt nur geht. 1 Milliarde Abonnenten. Und natürlich ganz viele Klicks, denn ich bin ja ein klickgeiler YouTuber. Spaß.
Emre Kaya, wie gefällt dir BO3? Hashtag Kreckerbecker. Mir gefällt BO3 überragend gut. Sehr, sehr gut. Ich habe die Beta sowas von gesuchtet, denn es hat mir so Spaß gemacht. Und ich werde auf jeden Fall, BO3 habe ich mir schon vorbestellt und ich werde es von Anfang an sowas von suchten, bevor es zerstört wird. Von bestimmten Personen. Ihr wisst Bescheid. Burak Yildirim fragt, was hast du nochmal für eine K-Leitung? K ist gleich 1000, wer es nicht weiß. Falls du es bei den Videos gesagt hast, konnte ich nicht gucken, weil ich gerade in der Türkei bin. Hashtag Regerbäcker. Ich habe eine 3000er Internetleitung. 3000 und bin YouTuber. Wie soll es weitergehen? YOLO Polo, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach besserer Internetleitung. Und die letzte Frage kommt von Niklas Sahn. Planst du in Zukunft ein Fan-Treffen? Ich plane in Zukunft eigentlich nicht wirklich ein Fan-Treffen, aber wenn mehrere das mal fragen, dann kann man ja mal schauen. Im Moment will ich erstmal meinen Kanal ein bisschen promoten, ein bisschen aufbauen, ein paar Klicks sammeln, ein bisschen Famer werden. Sag ich nur, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr wieder bald ein FAQ-Video sehen wollt. Schreibt hier auch noch Fragen, dass ich noch mehr Fragen zu beantworten habe. Folgt mir auf Instagram, kauft Kreckerbäcker T-Shirts, lasst einen Daumen nach oben, wird mein Krecker loben. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.